Also ich weiß, dass man noch nicht so viel, so sich noch nicht so viel Gedanken über Coolness gemacht hat. Da habe ich auf jeden Fall, fand ich New Kids on the Block gut. Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Kann man wahrscheinlich ausrechnen, so waren die irgendwie das erste, das war was kurz, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich so erinnert habe, aber ich weiß, dass dann hatte ich so eine Phase, wo ich dann so viel Hip-Hop gehört habe. Und das muss so angefangen haben, irgendwie fünfte, sechste, nee. Ich weiß, dass die erste CD, die ich mir gekauft habe, von Run DMC war. Und vorher, die habe ich letztens auch noch gefunden, habe ich mir auch Kassetten gekauft. Das ist Wahnsinn eigentlich. Und da war eine Kassette, die ich mir mal gekauft habe, original irgendwie NWA. Und ich habe die letztens gefunden. Ich habe die wirklich noch, die Kassette. Und habe irgendwie gedacht, Wahnsinn, was man da gehört hat und nichts verstanden hat. Und was dann irgendwie laut irgendwie im Kinderzimmer lief oder im Walkman. Und dann war das irgendwie geprägt von Fahren. Ich habe irgendwie ganz viel verschiedene Sachen gehört und das war irgendwie je nach Phase und ja. Genau, hat aber auf jeden Fall meine ganze, ich weiß gar nicht ab wann, wenn man dann so bewusst Musik gehört hat. Und das weiß ich vielleicht von meinem großen Bruder, das waren eher so Pop-Sachen, die er irgendwie so, das weiß ich, dass er viel Michael Jackson gehört hat und Pet Shop Boys. Das hat man natürlich auch noch so mitbekommen. Und mein Vater hat viel, Beatles habe ich auch früh und gerne gehört und auch viel und auch immer noch. Und da weiß ich, dass mein Vater die komplette Sammlung irgendwie hat. Ansonsten hat mein Vater irgendwie viel Klassik gehört und da konnte ich als Kind zumindest nicht so viel mit anfangen. Jetzt eigentlich auch nicht, jetzt mal irgendwie ab und zu, aber...